So, hallo. Herzlich willkommen zum nächsten Teil. Und zwar, schon seht, habe ich heute noch vorbereitet, wie zum Schild gehört natürlich ein Schwert. Das Excalibur selber. Ich habe hier so ein Holzschwert dazu. Und das wollen wir jetzt vorbereiten. Auf Blick. Ohne Luft. Geht nix. Anstecken. Okay. Dafür nehme ich wieder die Tiger. Das Holz jetzt vorbehandelt. Also das heißt vorher mit Klarlack eingespritzt, damit es nicht so stark saugt. Und jetzt perlt es hier ein bisschen. Deswegen muss es ein bisschen auftrocknen. Deswegen müssen wir eine Weile abwarten. Bis zur nächsten Schicht. Ja. So, hallo, jetzt geht's weiter zum nächsten Teil. Und zwar habe ich es weiß grundlackiert und hat ein bisschen länger gedauert, weil ich habe das ein bisschen unterschätzt mit Holz, mit dem Grundlackieren. Jetzt geht es um Folgendes, ich habe das jetzt hier schon überall abgedeckt, ein bisschen vorgearbeitet. Und wie im Vorspann sieht man es ja schon mit den Weißspritzen. Jetzt nehme ich die graue Farbe. Und habe das hier einfach mit so Abdeckband abgeklebt. Habe das Holz auch vorbehandelt mit Weiß gespritzt und auch nochmal mit Klarlack. Überzogen matt. Und jetzt spritze ich hier so an der Linie entlang. Okay. Dann nehme ich das ab hier. Besser ist langsam abziehen. Okay. Und jetzt spritze ich hier von dieser Seite kommen rein. Schon haben wir die erste Seite gemacht und jetzt kommt die andere Seite. Dafür klebe ich jetzt das auch hier einfach mal wieder ab. Ja. So, abgeklebt. Wieder das gleiche. Natürlich muss man jetzt von dem Schwert her eins, wie ich schon in einem anderen Video erwähnt habe, mit dem Schild. Das ist jetzt ein Kinderspielzeug. Ne? Man sieht es ja auch von der Verarbeitung her, wo ich es bekommen habe. Es ist nicht so fein verarbeitet. Es ist halt so ein Kinderspielzeug und das sollte eben gestaltet sein. Ne? Und hat natürlich den Vorteil, Weihnachten steht vor der Tür, bald in ein paar Monaten, drei Monaten, so kleine Geschenkideen dann für Weihnachten sind sicher oft mal ganz nett. Zu meiner Zeit gab es so Holzspielsachen mehr wie heutzutage. Ich nehme jetzt hier das ab, wo ich abgedeckt habe. Genau ziehe ich dann hier das ab, was ich hier abgedeckt habe. Und schon geht es weiter. Dann brauche ich jetzt die Palette hier.
nehmen wir ein bisschen Schwarz. Und in dem Fall jetzt den Pinsel, den kleinen Pinsel. Hier mache ich jetzt hier ganz einfach diese Aufteilung. Ganz einfach ziehen wir das so lang. Auch hier. So. Und auch noch die andere Seite. So gut. Okay. Am Schluss kann man das noch ein bisschen ausbessern. Ne? Okay. Jetzt spüle ich die Pistole ganz kurz durch. Dann brauche ich hier nochmal kurz eine Abdeckung, aber es soll jetzt natürlich auftrocknen. Auf dem Holz dauert es manchmal ein bisschen länger wie auf dem Papier. Und jetzt nehme ich hier dieses Goldocker. Zur Hand ein Stück, zwei Stück brauche ich, eins für hier und dann spritze ich hier kurz rein. Schon haben wir das fertig, genauso hier auf der gegenüberliegenden Seite. Auch. Okay. Und zieh das ab, mach das auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Nochmal okay. Fertig. So, soweit mal der erste Teil für heute mit den beiden Klingen und dem Oberteil, und im nächsten Teil machen wir dann das obere Teil. Okay. Wie immer, bis zum nächsten Video, schreibt einen Kommentar und bis dann und tschüss.